So, ahoi meine lieben Südkass hier, herzlich willkommen zur nächsten Folge Railroad Corporation. Und ich baue jetzt die Ausweiche trotzdem. Ich baue die mal hier hin, wenn ich hier irgendwo einen Punkt finde, wo ich anbauen kann. Hier erst. So. Und dann wieder zusammenführen. Und dann bitte so fahren, dass ihr euch aus dem Weg geht. So, und dann brauchen wir hier bitte noch eine American kaufen, die die gleiche Strecke fährt. Und wisst ihr was, da schicken wir 3 Züge hin. Noch eine. So. Damit wir da erstmal Holz rankamen. Weil alle 3 Züge schaffen nur 3 Bretter. Das ist eigentlich immer noch ziemlich wenig. Aber wir können auch nicht mehr Bretter nehmen, als hier produziert werden. Ich denke, 3 ist okay. So, da liegt jetzt schon ein bisschen was rum, aber du sollst das noch nicht nehmen, du sollst überspringen. Alles klar, und den überspringst du auch. So. Und der nächste Zug, der ist dann der erste, der hier komplett fährt. Damit wir hier immer so ein bisschen Material schon rumzuliegen haben und die Züge da nicht warten müssen. Das ist wichtig. So, dann haben wir eine Forschung abgeschlossen. Was kann die? 72 PS, 50 km/h. Was hat die nächste? 77 PS, 65 km/h. Zugkraft 180 Tonnen und die hat Zugkraft 190 Tonnen. Was habe ich hier? Ich fahre ja mit der American hier gerade. Ne? Das ist diese hier. 120 Tonnen, aber dafür mit 72 km/h relativ schnell. Aber eigentlich sollten wir... Wie weit geht denn das noch? Nö, wir können... Ich würde jetzt hier die nächste noch nehmen, oder? Die fährt 65, die fährt... Die hier. Ja. Los. Wir verbessern die Zugkraft von allen Lokomotiven hier. Und dann würde ich vielleicht die hier als nächste Standardlok hier benutzen. So. Und während wir jetzt warten, dass hier die ersten Bretter und Papier reinkommt, könnten wir nach Chicago... Liefern wir ja. Dann haben wir aber noch Green Bay, das ist da oben. Dann sollten wir da mal den Bahnhof anschließen. Wo sind die? Holzfällerei Merrill. Ja, das wäre eigentlich schon schön, wenn das meine wäre. Ich so was und ich habe eigentlich Kohle. Sieht so aus, als würde es meine. 130.000 sind trotzdem sehr teuer. Und was war die dritte Stadt? Marinette? Das ist so da oben. Da müssen wir sowieso hin, oder? Okay, so ist das jetzt meine. So. Dann. Wir bauen den hier gleich mal aus. War das so, das Marinette? Green Bay und Marinette. Also da oben bloß noch weiterfahren. Dann müssen wir hier
Ah, das wird jetzt interessant werden. Mal gucken, ob ich das hinkriege hier. Wir lassen die Zeit langsam weitergehen. Wir bauen mal von hier aus. Da hoch. So. Wenigstens ein zweites Gleis möchte ich hier haben. Und dann müssen wir mal gucken, ob ich hier vor dem Bahnhof von Green Bay noch ein schönes... Warte mal, Moment. Das gefällt mir hier nicht so dazu. Hätte wahrscheinlich funktioniert, aber es sah so ein bisschen aus, als wenn die Gleise ineinander rutschen. Bestätigen. So. Warte mal, nimm mal den hier nochmal raus. So, und dann bauen wir von hier aus. Zack. 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 Hier erstmal zweigleisig lang. So, weil wir da bloß noch einen Anschluss haben, müssen wir das so bauen. So, und jetzt musst du ja, wenn du von hier aus kommst, da rüber können. Das bedeutet, du musst hier einmal das Gleis wechseln können. Und dann von hier aus daran. So, wenn du von hier kommst, musst du auf das Gleis. So, wenn du von unten kommst, kannst du da lang weiter und kannst du da hochfahren. Wenn du von hier kommst, musst du einmal da rum können. Obwohl die Strecke auch, ich denke mal, übrig ist. Die brauche ich eigentlich nicht. Und wenn du von hier kommst, kannst du da weiter. Und wenn du von hier kommst, müsstest du vielleicht da hoch. Auf jeden Fall da runter. Und kriege ich das hier irgendwie gebaut? So. Wenn du von hier kommst, kannst du hier rum, darum, darum. So, und jetzt müssen wir bloß noch hier die Streckenrichtungen ändern. Also hier nur runter, da nur hoch. Hier nur runter, hier auch nur runter. Auf dem Stück nur hoch, genau. So, und dann wenn du von hier, hier, hier... fährst du hier das Stück. So, wenn du hier wieder runter willst, dann fährst du da runter. Dann fährst du auf dem kurzen Stück geht's nur runter. Da geht's nur runter. Und das Stück natürlich nicht. Denn wenn du von unten kommst, fährst du hier rum. Dann soll es hier lang aber nur hoch gehen. Und da auch nur hoch. Da nur hoch. Da nur hoch. Da geht's nur runter. Und da geht's auch nur runter. So ungefähr müsste das jetzt funktionieren, oder? Und der geht hier nur in diese Richtung, richtig. Komme ich von hier, fahre ich hier lang. In diese Richtung. Dieses kurze Stück hier ist falsch. Das muss in beide Richtungen befahrbar sein. Das nur runter. Du kannst von hier lang. Das kurze Stück müsst ihr gemeinsam fahren. Dann kannst du hier rum. Und dann musst du hier aber wieder nach rechts wechseln. Und hier fährst du da lang. So ungefähr müsste das Dreieck funktionieren.
So. Hier ist irgendwas fertig geworden, oder was? Ich habe keine Forschung. Verdammt, hier. Oh. Abbrechen. Die kostet 280.000, der Spaß hier. So. Ja, ich sollte langsam zusehen, dass ich hier mein Holz auch wegkriege. Wie viel Holz haben wir jetzt hier? Wir haben hier 6 Holz. So, das heißt, ich brauche jetzt eine Lok. Ne, wo kriegen wir die her? Hier kriegen wir die her. Und zwar die American, die hier vom Lagerhaus Bretter holt. Ist doch erstmal egal. Und dann fährst du nach Chicago. Bretter abladen. Erstmal so gucken. So, wie viele Bretter müssen wir denn hinbringen? 40. Das heißt, wenn du 5 fährst, wäre das genau richtig. Aber damit du den ganzen Rückweg nicht leer fährst, legst du hier bitte Passagiere ein. Oh, Post ist alle in Chicago. Sind nur Passagiere da. Dann bitte... Abgeladene Post ist alle. So, dann nimmst du bitte 3 Passagiere und 2 Post und bringst die auf den Rückweg mit, damit du nicht leer fährst. Und immer wenn du da bist, reparierst du. Und auf dem Rückweg fährst du bitte noch nach Milwaukee. Nach Chicago fährst du in Milwaukee ran, nur zum Reparieren, bestätigen. Schließen. So. Und hier bauen wir noch eine zweite Werkstatt ran und eine Befüllbeschleunigung. So. Dann haben wir das doch erstmal. Gut. So, und dann brauchen wir noch Bauholz in... Mit der Verabschiedung des Amnesty Act werden die Grundrechte aller Südstaatler mit Ausnahme von etwa 500 Anführern der Konföderierten wiederhergestellt. Jesse James und James Younger Gang gelingen der erste erfolgreiche Zugüberfall des Westens. Sie erbeuten $3,000 aus dem Rock Island Express während seines Halts in Adair, Iowa. Kaufen Sie die neueste Ausgabe. Na, wie schön. So. Wir müssen aber Holz noch nach Green Bay und nach Marinette bringen, ne? So. Wie viel Holz haben wir denn jetzt hier? Da ist bloß noch einer. Wo sind denn meine Züge, die hier sich um die Holzproduktion kümmern? Ja, Spiel wird gespeichert. Sieh zu. Der fährt jetzt gerade los. Und bringt Holz. So, der lädt hier gerade ab. Aber dann nimmt der jetzt alles mit und ist das so schnell durch. Muss er einen Moment warten, oder? Warum fehlt da jetzt einmal Brett? Warum habe ich da einmal Papier mehr? Verstehe ich das nicht. Ja, aber die Strecke ist relativ voll. Was ich natürlich noch machen könnte, ist dieses Stück hier zu verbessern. Das ist ja nicht so weit. Dass sie hier nicht noch anstehen müssen.
So, wie sieht denn das hier aus mit den Kohlen? Kohlen ist schon voll. Ich kann den Kohlenzug hier mal beenden. Das ist nämlich der hier. Wo ist der gerade? Der hat gerade voll beladen. Ja, komm, der kann jetzt aber weg erstmal. Zack, weg damit. So, und hier machen wir jetzt natürlich anständig Minus bei, oder? Wie sieht's denn aus? Firmenwert? Bin ich vorne? So, ich kann dann aber Getreide holen. Getreide. Die brauchen alle Getreide. Das heißt, wir kaufen eine American Lock. Die schicken wir hier in den Getreideladen. 63, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die bringst du dann dahin. Und dann lädst du hier bitte die ein. Dann fährst du bitte hier hin, einmal nur zum Reparieren. Dann fährst du bitte hier hin und entlädst die Passagiere und die Post. Bestätigt. Und dann muss ich hier mal noch meinen Bahnhof verbessern. Oh, hier fehlt eine Werkstatt. Und zwar gleich eine zweite. Dann brauchen wir hier eine Werkstatt schneller, Beschleunigungsstation und eine Befüllbeschleunigung. Und dann fährst du bitte da auch zum Reparieren, bestätigt. Geht das so langsam? Weil ich so langsam gerade bin. So, wie sieht das jetzt hier aus? Sind hier alle noch? Oh, die sind hier alle nicht am Bau. Ach so, weil mir hier die 280.000 Dollar fehlen. Ich muss mal ein bisschen Geld sparen, dass ich da die nächste Lok anfangen kann. Kohlemine. Ja, komm, ist deine. Jetzt habe ich gerade kein Geld. Ich brauche erstmal Geld für die nächste Lok. So, Zug Nummer 10. Wer bringt gerade das Getreide? Kohlemine, ist die wichtig? Ach, bei mir, du dumme Sau. Nee, das ist meine, kriegst du nicht. Nein. Alter, ich spiel mir hier mein ganzes Geld leer. Dumm Wichser. Entschuldigung. Aber das ist meine Kohlemine, kauft euch eure eigenen. So, wir haben das erste Bauholz geliefert. So, und wir müssen immer noch Geld sparen. Und leider gibt es für diese Vertragserfüllung kein Geld hier. Das kostet nur Geld. So, und wenn du dir das hier anguckst, hier. Die machen gerade. Oh, was ist denn hier mit ihm hier los? Ach so, der wird sein Getreide nicht mehr los. Warte, dann. Entfernen wir das Getreide, dann entfernen wir das. Dann entfernen wir das. So, mittlerweile haben wir da aber Leute und Post. Warte, dann können wir den auch entfernen. Hier wird repariert und dann lädst du hier bitte noch 3 Leute, 3 Posts. So. Bestätigen. Gut.
So, dann gucken wir uns hier mal. Nein! Abbrechen. Ja, schließen hier. So, jetzt fährt der wieder und verdient wenigstens Kohle. So, wir haben jetzt Geld, dass wir hier die neue Lok endlich einen Auftrag geben können. Alle Mann da rein. So, und dann müssen wir hier kurz mal ans Lagerhaus gehen. Ach so, nee, ich kann ja noch gar nicht. Moment, ich muss hier ins Büro gehen. Und dann will ich hier mal noch eine Handelsabteilung bauen. Denn jetzt kann ich hier auch zum Warenaustausch gehen und einfach mal mein Papier verkaufen. Erstmal egal. Obwohl, ein bisschen Kohle haben wir doch dafür bekommen. So, dann ist das aber erstmal weg und liegt uns hier nicht vor die Füße rum. So. Und jetzt würde ich gern noch 80 Getreide. Haben wir noch eine zweite Getreidefarm? Eine Schaffarm. 80 Getreide ist ja ganz schön fett. Hier haben wir noch ein Weizenfeld. Mir hier noch eine Weiche bauen. Oder haben wir noch ein Getreide? Da haben wir bloß eine Farm, eine Erzmine, Holzfällerei. Weil wir müssen die ja alle noch mit Getreide versorgen. Und wir haben hier kaum noch Zeit. Ey, das geht gar nicht alles. Es ist ja bloß noch ein Jahr. Und ich brauche ja auch noch Getreide, um daraus Fleisch herzustellen. Ja, ich finde hier bloß noch die eine da unten, ne? Aber da wäre natürlich der Weg nach Chicago nicht so weit. Hatten der hier seinen Bahnhof schon vergrößert? Hat er auch noch nicht immer. Und seine Gleise will ich eigentlich nicht wirklich nutzen. Mal gucken, kriege ich das hier hin? Müsste es dann von hier aus einmal darüber wechseln können? Das geht nicht. Das geht. Und dann von hier aus einmal weg. Bestätigt. Das ist hier zu eng, glaube ich. Das wird nichts. Aber ich muss hier dahin. Moment, das ist gerade dumm, was ich hier alles mache. Ich nehme das hier nochmal weg. Ich baue einfach von hier aus. Dann müssen wir halt eh mal kurz da in den Bahnhof rein und dann hier rum wieder raus. So, zack. Zack. So, wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte bis zu diesem Getreide. Wo war das? Irgendwo hier unten, da hinten, Weizenfeld.
bestätigen. So. Und dann nehmen wir noch eine neue American. Oh, mir fehlt gerade ein bisschen Geld. So, jetzt kommt wieder ein bisschen Geld rein, alles klar. So, dann hier eine American. Bitte hol mir Getreide und zwar so viel. Und fahr das dahin. Bestätigt. Moment. Ah, und ich habe gerade kein Geld, ey. Scheiße. Doch, ich habe Geld. Haha. Ich habe 80.000. Achso, der zieht mir das Geld immer gleich. Ja, egal. Komm, nehme ich. Ja, ist doch gut hier. Mann, nerv mich doch nicht immer damit meine Kontoüberziehung. Dankeschön. So. Jetzt bin ich natürlich leicht im Minus und ich muss hier einmal verbessern wenigstens, damit ich hier noch eine Werkstatt bauen kann. So, und du musst dann, wenn du... Wieso kann ich jetzt hier nicht... Hä? Ich hab dir hier eine Werkstatt gebaut. Galesburg, Chicago, Holzfällerei. Das ist doch schon wieder... Oh, Leute, ey, was soll denn die Pisse? Oh ja, mach das nicht mehr. Zeig mir das bitte nicht mehr an. 106.000. Auf ich. Oh, ich bin gleich pleite, wenn ich schnell Geld reinkomme. Schnell. Oh, Gott sei Dank. Das war dolle knapp. Aber warum? Das ist jetzt nicht meine, ne? Nee, die kannst du haben. So, aber warum kann ich jetzt hier meinen Zug nicht anklicken, dass der in meinem Bahnhof repariert? Boah, Mann, ey, resultieren nach dem Sturz an der New Yorker Börse und der daraus resultierenden finanziellen Panik mussten bereits erste Banken ihre Pforten schließen. Die reduzierte Kaufkraft führt zu einem Einbruch der Preise in den städtischen Märkten. Experten gehen davon aus, dass die Krise 5 Jahre andauern wird. Na, herzlichen Glückwunsch. Nee, da könnt ihr euch jetzt hier streiten. Ja, aber die Lok wird hier nicht repariert. Das ist doch scheiße. Weil ich hier gar keine Werkstatt habe. Ich dachte, wo habe ich denn die Werkstatt gebaut? Ich habe da irgendwo eine Werkstatt gebaut. Ja, und jetzt kann ich sie da auch reparieren lassen. Na, wie schön, danke. So, aber immerhin, was haben wir denn jetzt hier? Wir liefern Bauholz, wir liefern Getreide. So, dann brauchen wir noch Stahl und Fleisch, dass wir hier wenigstens einen bekommen. Immerhin haben wir das hier schon abgeschlossen und beim Firmenwert ist auch bald soweit. Aber die hier alle zu schaffen, das sehe ich nicht. Scheiße, so, was war das hier? Versorge Chicago mit nötigen Gütern.
So, der hier hat die Kohlemine gekriegt. So, ich guck mal auf die Uhr. Wir sind schon wieder deutlich drüber mit der Zeit. So, aber ich will wenigstens Chicago fertig kriegen. Also müssen wir uns nächstes Mal jetzt noch darum kümmern, dass wir Fleisch rankriegen und Stahl. Stahl ist natürlich nochmal so eine richtige Ausnummer, wo wir viel durch die Gegend fahren müssen. Wie sieht es hier in der Forschung aus? Immerhin, 39 Tage ist die neue Lok fertig. Da können wir mal kurz nochmal gucken hier. Wir haben die hier. Die hat mehr Lebensdauer. 24,5. Die hat auch nur halb so viel Treibstoffverbrauch. 19.000. Na gut, die Laufleistung ist auch deutlich besser. Zugkraft. Nur PS hat sie ein paar weniger. Aber das können wir bestimmt noch ein bisschen verbessern. Ja. Ich denke, wenn die da kostet 105.000. Das ist natürlich ein teurer Spaß. Aber ich denke, das lohnt sich, auf die umzusteigen hier. Was gibt's hier? Nochmal mehr Leistung. Lebensdauer. Das könnten wir vielleicht noch forschen. Das ist nicht so teuer. Vor allem können wir dann die Züge auch voller machen, ne? Ich denke, das ist jetzt auch wichtig, dass wir mit einem Zug mehr transportiert kriegen. Na gut, das müssen wir uns aber in der nächsten Folge angucken. Für heute ist jedenfalls Schluss. Ich bedanke mich bei euch. Ahoi und ciao, ciao.